im Film geht es um eine aufstrebende Punkrock-Band, die nach oben will und kurz vor dem Plattenvertrag steht. Und um den Plattenvertrag zu bekommen, brauchen wir die Unterstützung von Inge, eine von mir vor allen Dingen, also ich bin der Leadsänger und Bassist, sehr gehasste Person. Und sie muss uns helfen und sie hilft uns in der Tat, nachdem ich sie frage. Aber Inge stellt natürlich auch Bedingungen. Ja, die also. Bedingungen, die, auf die wir keinen wirklichen Bock haben. Und auch uns nur so daran halten, wie wir wollen, ehrlich gesagt. Ich bin dabei. Jetzt echt? Vorausgesetzt natürlich, ihr erfüllt meine Bedingungen. Wir dürfen, wenn Inge tanzt, nicht mehr spielen. Und der gute Onkel Herb ist ein ehemaliger Schlagersänger, der einen riesen Hit hatte und immer noch ein bisschen in der Zeit lebte, der das alles beobachtet und so, glaube ich, geschickt ein bisschen die Fäden leitet, damit das auch alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Ich habe ja den Film gesehen und ihr singt ja auch alle, deswegen kommt ihr jetzt aus der Nummer auch nicht so gut wieder raus. Also ihr könnt offensichtlich auch alle singen. Habt ihr extra irgendwie vorher noch irgendwie Unterricht nehmen müssen oder konntet ihr alle schon? Ja, ich habe vor ungefähr 57 Jahren habe ich mit dem Unterricht begonnen. Mit dem Coaching? Ja, Gesangsunterricht. Und inzwischen klappt es schon ein bisschen. Wir hatten überhaupt nichts damit am Hut. Also du hattest ja so ein bisschen... Aber auch ich hatte eher so diesen klassischen Gesangsunterricht mal so ein bisschen. War so, so, also so kopfig. Und dann plötzlich so Schnoddering, so... Yeah, ho, yo, yo. Punkrock sagen, halt. Punkrock halt. Ich, ne? Sag immer Punkrock. Pseudo-Punkrock. Sie sagt immer, es ist Quatsch, aber es ist halt schon Punkrock. Gitarren-Punkrock. Und wir hatten alle, also ich hatte null mit Musik so wirklich am Hut. Also ich hatte dann nie zuvor wirklich gesungen. Und war halt auch, also meine ganze Familie ist ziemlich schlecht im Singen, leider, aber so ist es. Und dann hat mir niemand das auch zugetraut. Und dann hatte ich irgendwann Gesangsunterricht, genau, wir wurden ja besetzt, ohne die Frage gestellt zu bekommen zu haben, ob wir irgendwas können, also ob wir nicht mal, ob wir irgendwas können musikalisch. Und wir wurden einfach besetzt und dann ging es halt los mit dem Coaching und wir hatten monatelang, wurden wir vorbereitet von professionellen Coaches. Und ich glaube, so war das auch nur möglich, das Ziel zu erreichen, wo wir dann letztendlich hingekommen sind. Ja. Dass wir wirklich live gesungen haben und wirklich die Instrumente gespielt haben und so. Ja. Also habt ihr selber auch eigentlich noch nie einen Song über jemanden geschrieben oder ein Gedicht oder irgendwas ähnliches? Nee, null. Also in der Vorbereitung, wir haben halt an dem Song Wenn Inge tanzt konkret ziemlich mitgeschrieben. Also vor allen Dingen, also wir durften mitschreiben. Teilweise. Wir durften mitschreiben. Oder beziehungsweise wir durften selber manchmal sagen, dass wir das eine oder andere nicht singen wollen. Oder so. Also auch teilweise wurden echt ziemlich ja. Strophen selbst geschrieben. Ja. Also das vor allen Dingen, Paula hat da ziemlich gute Sachen. Ich habe mich auch nur kopiert von einem grünen Werbespot, dieses, die hatten mal dieses, wir sind nicht nur gut zu Vögeln. Das fand ich so schön. Wir sind nicht so gut zu Vögeln. Inge liebt die Tiere, aber ist nicht gut zu Vögeln. Und das ist halt echt ein guter Satz. Ne? Aber den habe ich halt auch nur geklaut, von daher. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und du dachtest, ich hätte es drauf, ja, ne? Voll. Ja, nee. Aber dann war es ja super, als wir dann, wir hatten ja wie gesagt in Berlin schon monatelang wurden wir vorbereitet, sind dann nach Köln gezogen, hatten da intensive Vorbereitungen und haben auch teilweise zusammen gewohnt, also Connor, also Konstantin von Jaschow und ich. Und da sind wir dann wirklich ziemlich eine Bandeinheit geworden irgendwie. Und haben dann irgendwann bei so einem, als wir so Fotos gemacht haben im Bandraum, haben wir uns hingesetzt und hatten die Idee, dass wir da sitzen und in der Situation so ein Lied schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann haben wir zusammen irgendwie ein Lied geschrieben innerhalb von 10 Minuten. Und es war so geil, weil wir halt diese Punkrock-Band waren. Und einfach, also es war so dreckig, dass niemand, wir durften nicht mal vorlesen zum Schluss, was dabei rausgekommen ist, weil das so... Ja, aber ihr habt es mir ganz stolz vorgespielt. Mega unpolitisch war. Das war halt... Aber total cool. Also das ist ja das Geile am Punk, dass du am Punkrock, dass du dich wirklich komplett ausleben kannst und tun kannst, was du willst irgendwie. Ich möchte dazu sagen, dass ich das ganz toll finde. Also ich meine, ich habe damit nichts zu tun gehabt in der Vorbereitung, aber ich finde das ganz toll, dass man einen Film macht und eben nicht sagt, okay, dann nehmen wir den und der singt und die machen den Mund auf und zu, halb Playback oder singen das einfach nach und tun so, sondern dass die wirklich sich die Mühe gemacht haben, das zu erlernen. Und ich glaube, das ist auch das Gute an dem Film, dass man wirklich sieht, die machen das mit Leib und Seele, also mit aus dem Herzen heraus und können das richtig. Und das finde ich ganz toll. Also da sage ich Hut ab. Wie war das für Sie so? Also als Sie gehört haben, so okay, ein Film über eine Punkrockband, was soll ich jetzt da großartig zu beitragen? Oder war das eher so, ja, da stürze ich mich jetzt rein? Ja, für mich war es erstmal lustig, weil ich mich freue darüber, dass so ein Film gemacht wird mit Musik. Das wird ja nicht so oft gemacht.
Und ja, irgendwie habe ich natürlich spontan daran gedacht, dass Cornelia Froboess und ich eigentlich den ersten Teenager-Film gemacht haben. Und ja, aus dem Grund allein musste man schon dabei sein. Und da habe ich das Angebot sehr gerne angenommen. Das ist einfach toll, finde ich. Wie war das für euch beide, wieder zurück zur Schule zu gehen praktisch, also als Schüler? Ja, super strange irgendwie. Also wir haben ja nicht wirklich viel in der Schule gemacht. Wir saßen nicht wirklich im Klassenraum, wir waren zwar auf dem Pausenhof, aber nicht wirklich viel gemacht. Und als wir dann irgendwie allesamt so Mitte, Ende 20 fast, dann im Klassenraum letztendlich wirklich saßen, das war so geil, wie Connor, Tando und ich hinten saßen, du irgendwie drei Reihen weiter vorne und wir da hinten das nur Scheiße gebaut haben. Wir haben wirklich, also so mega überzogen. Das war super geil. Und diese eine Szene, wo ich halt die Klausur auf den Tisch bekomme und wir haben nur, also wir haben die ganze Zeit nur gesungen, uns gehauen, Sachen beworfen und das war super lustig. Also ja, vor allem, ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich einfach genauso war wie früher in der Schule. Halt auch so. Oh Mann, können die sich nicht einmal zusammenreißen? So warst du, oder? Ja, na klar. Ich habe die Augen gerollt, wenn ihr nicht hingeguckt habt. Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage. Hat das gut, wart ihr so auch in der Schule oder seid ihr irgendwie so ähnlich wie eure Charaktere? Ja, schon. Was? Also, ich war doch auf Waldorfschule. Sprich doch laut. Ah, Waldorfschule. Als ich das Buch bekommen habe, so, ich habe mich totgelacht, aber ich dachte mir, so ein Mädel finden die nie. Das ist purer Sex, da brennt der Nüsschen. Ich hab gar keins an. Was ist der Herb? Der hat einen Plattenerfolg gehabt, einen riesigen, scheint noch immer halbwegs davon leben zu können, in seinem Haus, das noch an die Zeit sehr erinnert. Und seine Klamotten auch, die trägt er auf. Und ansonsten plant er seinen Tod. Aber die Idee war schon also plant nicht seinen Tod, er plant, wie er das Sterben showmäßig ausbauen kann. Der Scheiße, da habe ich ja schon nach einer Viertelstunde totale Rückenschmerzen. Oh. Das mit der Gartenparty, das geht schon klar, ne? Ja, aber ruiniert mir nicht wieder den Rasen und schmeißt nicht wieder mein Sofa in den Pool wie letztes Jahr. Also in dem Film geht es ja auch um Vorurteile. Mhm. Und habt ihr das selber schon mal erlebt, dass ihr von irgendwem dachtet so, boah, der Typ stresst total oder boah, die ist total nervig. Und dann habt ihr immer festgestellt, eigentlich sind die doch ganz nett. Ich finde, ganz ehrlich, das war doch ganz oft so in der Schulzeit, dass eigentlich immer die so in der Schulzeit nicht zu den Coolen gehörten, dass die dann nach der Schule irgendwie ihr Ding gemacht haben und eigentlich oft viel cooler rausgekommen sind. Also daran glaube ich natürlich jetzt so. Das ist bei mir ein bisschen lang her in die Schule, dass ich mich da erinnere. Ja, aber es waren meistens, also ich weiß nicht, es waren nicht unbedingt immer die coolen, super coolen in der Klasse, die super hübschen Mädchen, die schon ganz früh ganz große Brüste hatten. Das waren nicht unbedingt immer die am Ende die coolsten waren. Nee. So im Leben stehend. Also wenn du jetzt fragst, so von wegen, ob man überrascht war, dass ein Mensch plötzlich total cool sein kann, auf so kurze Zeit. Ich hatte das schon oft irgendwie, dass man dann auf Klassenfahrt geht und plötzlich um 10 Uhr morgens beim dritten Bier in Krakau angekommen ist und dann man Leute erlebt, die plötzlich einfach wirklich cool sind, zu Hause die ganze Zeit. Also in der Schule mega genervt haben. Das ist eine komische Geschichte, ich weiß nicht, ob man das senden sollte. Vielen Dank, Herr Wienke, nochmal, das war eine super Zeit. Aber, und dann waren die plötzlich total cool halt, also das ist ständig so. Aber. Wir spielen wieder, wenn wir den Inge tanzen!